Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, ich habe wieder eine Menge Geld gefarmt. Wir machen weiter, wir sind schon ziemlich weit. Wir sind auch kurz davor, noch ein ICBM zu bekommen. Indien würde ich erstmal so angreifen. Ich habe hier schon die Rebellen reingemacht. 60 Stück. Und das wird auch natürlich ein sehr, sehr teurer Kampf. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach an. Und je schneller wir anfangen, desto schneller kriegen wir sie natürlich auch platt. Ja, ich glaube, es fehlt mir tatsächlich nur noch ein Land für das nächste ICBM. Das würde ich dann gerne auf China schmeißen, so irgendwie die letzte große Wehrmacht. Oh, Japan ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir könnten es auch auf Japan machen. Australien ist auch ganz gut, aber ansonsten ist eigentlich nicht wirklich, ist hier nicht wirklich ein starkes Land. Also zuerst mal Indien. Ja, das wird noch eine Weile dauern. So, hier haben wir noch Porzellan. Wahrscheinlich ist das letzte Mal, dass wir in China irgendwie Handel betreiben, bevor es untergeht. Naja. Da kommt das Schiff. Es backt ein bisschen rum. Aber hey, wir haben den Krieg gewonnen. Und es fehlt tatsächlich doch noch ein Land fürs ICBM. Schade. Na gut, dann holen wir uns, glaube ich, noch Sri Lanka da unten. Und als erstes noch Reis, Hemden, Schmuck, Medikamente und Diamanten. So, die Armee noch erhöhen. Und ja, die sind am Boden zerstört, sage ich mal. Hier brauchen wir 34 und 32. Okay. Ja, das haben wir jetzt. Und dann greifen wir auch Sri Lanka an. Ich glaube, wir gehen jetzt auch langsam hier in die asiatische Militärbasis. Australien hat gar keine eigene, okay. Wow. Obwohl es ein eigener Kontinent ist. So, Blumen. Hier gibt es Blumen. Und da haben wir auch diesen Krieg gewonnen. Flugzeug. Ja, jetzt haben wir auch schon das nächste ICBM freigeschaltet. So, Tee fehlt. Tee kann man machen und Hemden. So, und China. ICBM. Nein. Da. Code abrufen. Ich würde vorher noch gerne die Armee wieder auf die höchste Stufe bringen. Weil China trotzdem noch ziemlich stark sein wird. Nach dem ICBM. Und in Polen gibt es Rebellen. Ja, können ruhig Rebellen sein. Und vielleicht gehen wir auch mal hier hin. So. Machen noch die Armee hier fertig. So, jetzt haben wir wieder alles auf höchster Stufe. Dann kommt jetzt das ICBM für China. 815. Fortfahren. China. Da, China. Klicken, um fortzufahren. Und
den roten Knopf drücken. So, bereit mal für ein paar Fotos. Lächeln bitte. Danke. Und zweite Stufe. Und jetzt geht's ab. Boom. Okay. China hat jetzt ein ICBM abbekommen. Sie sind geschwächt. Japan will Djibouti angreifen. Muss ja hier irgendwo sein, oder? Nein, ich weiß es nicht. Oh, in Polen sind die Rebellen am Kämpfen. Sind gar nicht mal so schwach. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Djibouti ist. Ah, toll. Rebellen vernichtet in Polen. Ich wollte gerade China angreifen. So. Sri Lanka, Indien ist fertig. Gut. Die haben hier nur noch 50 der ursprünglichen Armee. Da sind sie auch schon auf dem Weg. Ach ja, ich hatte hier ein paar Blumen gekauft. Und die paar Blumen kann man auch wieder verkaufen. So, fahren wir mal nach Indien. Hier gibt es Reis. Damit fahren wir nach Spanien. Jetzt haben wir gerade China erledigt. So, es hat natürlich wieder eine ganze Menge Geld gekostet. Dafür hat China auch einiges an Produktion. Also hier gibt es Schuhe, Hemden, Reifen, Rundfunkgeräte und Schwermaschinen. Oh, hier ist noch Nepal ganz in der Mitte. Und auch Bhutan. Und Bangladesch sind da alle eingesperrt. Haben eigentlich keine Chance. Da. In Djibouti haben wir gewonnen. Ich weiß leider immer noch nicht, wo es ist. Moment. Krieg gewonnen gegen Nepal. Schön, schön. Das interessiert mich aber gerade nicht. Vielleicht seht ihr es schon, vielleicht auch nicht. Naja, ich glaube, wir kommen klar. Wir kommen schon klar damit. Es gibt eh kaum noch ein Land, das uns angreifen könnte. Außer Japan gibt es jetzt eigentlich keins mehr. So. Ja, hier gibt es nur Pullover. Und dann noch Bhutan. Wo ist Djibouti? Ja, ich glaube, es klappt doch ohne. So, Bhutan, hier gibt's Landwirtschaft. Und Bangladesch, oh, ist ganz schön stark. Ja, das kriegen wir auch so hin. So, dann verkaufen wir mal unseren Reis. Der wird ja zum Glück nicht schlecht. Reis hält ja sehr lange. Hier haben wir noch Teppiche. Da gehen wir mit nach Japan. Und ich glaube, da machen wir noch die Mongolei und dann wird es auch erstmal für eine Folge reichen. Krieg gewonnen. So, was ist hier los? Usbekistan soll angegriffen werden. Da weiß ich ungefähr, wo es liegt. So, Pullover, Hüte und Schuhe. Ah ja. So, Usbekistan, da.
Ja, okay. 20. Okay. So, Mongolei. Oh, was? 6 und 4. Das wird ja ein leichter Kampf. Und, na komm. Mal kurz Peng. 3. Es gab 3 Explosionen. Krass. Echt starke Armee, muss ich mal sagen. Naja, ich will hier keine Scherze machen. Ich will ja niemanden beleidigen. So, was gibt's denn hier? Kohleminen. Da gibt's Kohleminen. Oh, jetzt gehört schon ein Großteil der Welt mir. So gut wie alles blau. Jetzt fehlt hier nur noch so Südost, Asien und Australien. Dann hätten wir alles. Ja, das war's auch mit der Folge, Leute. Oh, wartet mal. Da ist es. Ich habe Djibouti entdeckt. Moment, Flugzeug. Da müssen wir die Armee wieder verbessern. Haha. Ich habe es doch noch gefunden. Es ist mir direkt ins Auge gesprungen. Okay, Leute. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.